Age of Empires 4 laufen die Spieler davon. Sowohl die durchschnittlichen Spieler auf Steam, als auch die Profis. Niklas von Bonjwa, der in einem Turnier unter den Top 32 Spielern der Welt war, hat schon im Januar ein Statement veröffentlicht, dass er keine Lust mehr auf das Spiel hat. Und vor kurzem hat nun einer der größten und besten Age of Empires Spieler der Welt, Hera, angekündigt, dass er dem Spiel weitgehend den Rücken kehren wird, um sich auf League of Legends zu konzentrieren. Während wir auf Steam beobachten, dass Age of Empires 4 inzwischen nach einem starken Start sogar unter die Spielerzahlen der Age of Empires 2 Definitive Edition gefallen ist. Nun ist das zu einem gewissen Grad normal. Ein Spiel wird nach dem Release immer Spieler verlieren. Und es sind hier auch noch nicht die Game Pass-Spieler eingerechnet. Wobei es trotzdem einen klaren Trend aufzeigt und ich vermuten würde, im Game Pass sind sogar eher noch die weniger eingefleischten Spieler, die, oh, ich probier's mal kurz aus, weil's mit im Abo ist, Spieler, während die Hardcore-Spieler, glaube ich, schon im Zweifelsfall eher auf Steam zu finden sind. Und dass Age of Empires 2 relativ konstant bleibt, ist auch noch erstmal recht erwartungsgemäß, sage ich mal, weil das Spiel schon so lange eine Fanbase hat. Wenn du nach 20 Jahren noch Age of Empires 2 spielst, dann spielst du wahrscheinlich auch nach 21 Jahren noch. Und so ist es sehr nachvollziehbar, dass sich das hält. Aber dass Age 4 so abgefallen ist, das lässt für mich schon Alarmglocken klingeln. Und deswegen will ich in diesem Video mal schauen, woran liegt das? Und ich denke, es hat zwei unterschiedliche Gründe für die Hardcore-Multiplayer-Spieler und für die, sag ich mal, eher Casual-Singleplayer-Spiele. Diese Gründe greifen schon ineinander, aber diese beiden Gruppen wollen ja etwas sehr Unterschiedliches vom Spiel. Und ich würde deswegen mal anfangen mit dem, was die Profis sagen. Denn den Statements von Niklas und von Hera kann man einiges entnehmen. Niklas vor allem hat sehr klar aufgedröselt, was seine Probleme mit dem Spiel sind. Und er erzählt in seinem Video, und das haben einige Spieler bemerkt, dass recht bald nach Launch sich einige Probleme an Age of Empires 4 herauskristallisiert haben, was das Multiplayer-Balancing angeht. Das war zum einen, dass es noch verblüffend viele Bugs gab, die sehr stark das Balancing beeinflusst haben. Zum Beispiel, dass gleich zwei Völker ihre Speerträger nicht wirklich sinnvoll benutzen konnten, weil die nicht so funktioniert haben wie bei anderen Völkern. Und das andere war, dass auch das Balancing abseits der Bugs sehr klare Probleme hatte und, wie Niklas es sehr gut formuliert, dazu geführt hat, dass die besten Strategien im Spiel welche waren, die wenig Spaß gemacht haben zum Spielen, zum Dagegenspielen und zum Zuschauen. Aber es hat sich einfach herausgestellt, es gibt einfach ein paar Völker mit ein paar Strategien und die musst du halt spielen. Und das hat man immer wieder gesehen. Es hat sich dann erwiesen, oh, Dorfzentrum-Rushes mit den Mongolen und später, als die gefixt wurden, Tower-Rushes mit den Mongolen. Das waren die dominanten Strategien in Age of Empires 4. Und selbst wenn man von solchen, ich sag mal, eher cheesy Strategien absieht, die vielleicht auch eher auf dem höchsten Niveau ausgenutzt werden, auch grundlegender betrachtet, hat man sehr schnell gemerkt, dass zum Beispiel Belagerungswaffen viel zu mächtig sind in Age of Empires 4, was dazu führt, dass die beste Strategie oft war, ein großer Klumpen an langsamen, schwerfälligen Einheiten, nämlich eben Belagerungswaffen, was halt einfach nicht so spaßig zum Spielen ist. Und das ist sogar etwas, was ich in meinem Testvideo schon dezent angedeutet habe. Ich wollte da noch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, weil erstens bin ich kein Multiplayer-Profi und zweitens konnte man halt zum Test auch noch nicht so intensiv Multiplayer spielen, weil noch nicht haufenweise Spieler auf das Spiel losgelassen worden waren. Aber selbst unter den Bedingungen war mir schon aufgefallen, also irgendwie wirken Belagerungswaffen schon sehr mächtig. Und das Problem ist jetzt gar nicht, dass solche Dinge im Spiel zum Launch existiert haben. Balancing ist kompliziert, gerade bei einem RTS mit 8 Völkern. Das kann passieren. Das Problem war eher, wie lang die Entwickler gebraucht haben, darauf zu reagieren. Also gerade die Belagerungswaffengeschichte, die wirklich sehr schnell sehr vielen Spielern auffiel.
Und dann hat es Wochen und Monate gebraucht. Okay, jetzt erstmal, wir schwächen die Rutten ein wenig. Wir wollten es eigentlich erstmal noch doch nicht in ersten Patch, nochmal doch. Und jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr Belagerungswaffen geschwächt. Also die Entwickler haben inzwischen schon auf diese Punkte reagiert, aber es hat teilweise so lange gedauert, dass eben manche Spieler bis dahin schon davongelaufen waren, wie Niklas zum Beispiel. Und es gab auch sehr wenig Kommunikation. Und weil die Entwickler so lange damit beschäftigt waren, so diese ganz grundlegenden Balancing-Sachen zu beheben, haben sie noch viel länger gebraucht, bislang noch sehr wenig überhaupt in diese Richtung gemacht, an tiefergreifenden Verbesserungen oder Neuerungen im Spiel. Und ich rede da gar nicht von ganz riesigen Sachen, aber so Sachen, wo man sich auch schon zum Release oder sogar vor Launch, auch ich in meinen Videos schon gewünscht haben, Leute, das bringt ihr hoffentlich bald. So simple Komfort-Interface-Features, wie zum Beispiel die globale Bauschlange aus der Age of Empires 2 Definitive Edition, oder dass ich Maustasten als Hotkeys definieren kann, also das Mausrad und Maustaste 4 und 5. Solche durchaus kleinen, simplen, aber sehr effektiven Verbesserungen, die brauchen natürlich noch länger, wenn die Entwickler erstmal monatelang damit beschäftigt sind, die Balancing-Probleme zu fixen, die Spieler schon nach 2 Wochen genervt haben nach Launch. Und diese Dinge kommen jetzt, sie stehen auch in der neuen Roadmap, aber es hat halt wirklich lange gedauert. Und da ist es dann sehr nachvollziehbar, dass dann die Profis davonrennen. Und was Hera in seinem Video gesagt hat, das erschafft eine Spirale. Er hat dann gemeint, für ihn ist es inzwischen nicht mehr spannend, Age of Empires 4 Multiplayer zu spielen, weil es in der Ladder nicht mehr genug Gegner für ihn gibt. Weil eben immer mehr Leute davongelaufen sind. Und auf der anderen Seite haben wir eher die Casual-Spieler, die vielleicht auch mal Multiplayer spielen, aber auch viel im Singleplayer spielen. Und auch bei denen sieht man ja an den Zahlen auf Steam, da sind sehr viele Leute gegangen. Und da ist der Grund, denke ich, ein sehr anderer. Denen wird es nicht so wichtig sein, ob jetzt Profis Tower rushen oder nicht. Das ist ja für sie nicht der elementare Faktor. Für sie ist, denke ich, eher der Punkt, es gibt für sie gerade nicht mehr wirklich viel zu tun in Age of Empires 4. Wenn du die Kampagnen durchgespielt hast, dann bleibt erstmal einfach nur Skirmish oder Multiplayer-Skirmish, also gegen andere Spieler. Und das in recht wenigen Spielmodi. Und das ist erstmal auch okay. Ich finde, Age of Empires 4 hatte zum Launch für seinen Preis gut Inhalte, wenn du diese ganzen Kampagnen durchgespielt hast und dann noch ein bisschen vielleicht Skirmish gespielt hast, ich finde, dann hast du schon dein Geldes wert bekommen. Und es ist auch normal, dass ein gewisser Prozentsatz der Spieler halt einfach sagt, okay, ich habe das Spiel durchgespielt, das war's jetzt für mich. Aber als Entwickler, wenn du willst, dass Leute dranbleiben, dann solltest du ihnen halt schon mehr liefern oder auch zumindest mehr in Aussicht stellen. Und aktuell ist das halt für viele, sag ich mal, Durchschnittsspieler, denke ich, nicht gegeben. Es ist natürlich völlig selbstverständlich, dass Age of Empires 4 noch nicht die Inhalte hat, die Age 2 nach all den Jahren und Add-ons hat. Aber muss eben trotzdem ganz wertneutral konstatieren, aktuell, wenn du nicht an Multiplayer-Matches interessiert bist, dann hast du Age of Empires 4 inzwischen wahrscheinlich einfach gesehen. Und nun ist ja das große Spring-Update geplant, das vermutlich, hoffentlich, jetzt auch mal relativ bald kommen sollte. Und dieses Update dürfte für beide Spielergruppen durchaus Abhilfe schaffen. Es bringt zum einen endlich die Ranglisten-Seasons für die Profis. Und inzwischen ist auch das Balancing, also sie haben zumindest die ganz groben Sachen haben sie angegangen inzwischen. Und für sowohl Profis als auch eher die Casual-Spieler kommen Modding-Werkzeuge, womit sie eigene Inhalte erstellen können. Und da werden, denke ich, sehr schnell Spielmodi zum Beispiel kommen, die wir aus Age 2 kennen, Sachen wie Königsmord und solche Sachen. Bitte bleiben Sie dran. Nein. Sie haben sich für Königsmord entschieden. Wenn Sie den Namen der Königin oder des Königs kennen, die oder der ermordet wurde, wählen Sie die 1. Und das könnte dann auch den Casual-Spieler für seine Fun-Matches mit Kumpels oder gegen die KI dann wieder zurückbringen und bei der Stange halten. Hoffentlich. Die Sache ist natürlich, das erfordert ja auch eine ausreichend starke Community, die Mods erstellt. Und es sind schon viele Leute weggegangen. Also das ist kein automatisches Heilmittel, genau wie die Ranglisten nur dann was bringen werden, wenn die Entwickler jetzt auch wirklich schneller reagieren auf Probleme, die ihnen die Fans melden. Weil auch Hera hat in seinem Video kritisiert,
Er hat Feedback gegeben und die Entwickler waren einfach langsam darin, es umzusetzen. And I tried, man. I gave a lot of feedback to the devs. They were really slow, man. I gotta call it how it is. They were really slow to get what I think everyone wanted out. And I, dude, my interest went downhill. Everyone else's interest went downhill. And as soon as I see no one playing, I don't care to play at the top level. I'm sorry. It's just not something I can bring myself to do. Und nur wenn das mehr passiert ab jetzt, also wenn vor allem auch kritische Balancing-Bugs nicht schneller gehotfixt werden, als sie es bislang gehotfixt wurden, dann wird auch eine Rangliste nichts bringen, wenn es nicht Spaß macht, darin zu spielen, weil die Matches keinen Spaß machen, weil das Balancing nicht gut ist. Trotzdem hoffe ich sehr, dass die Entwickler das alles nochmal rumgerissen kriegen, weil ich immer noch der Meinung bin, meine Position zu Age of Empires 4 war ja von Anfang an, schon von meinen Beta-Eindrucksvideos, das Spiel hat eine großartige Basis, macht echt viel Spaß, braucht aber noch Feinschliff. Ich habe mir damals sogar nach den Beta-Tests gewünscht, Leute, es ist toll, es macht Spaß, aber verschiebt's lieber noch ein bisschen, um es noch weiter fein zu schleifen. Und das Problem ist ja auch, das haben wir letztens immer wieder bei Spielreleases gesehen, wenn du launchst und dann erstmal dich noch mit Features beschäftigen musst, die für Spieler eigentlich eher als Teil des Grundspiels gelten. Zum Beispiel eine Rangliste. Eine Rangliste gilt nicht als der nächste große, neue, spannende Content-Drop. Eine Rangliste gilt eher als, jetzt machen sie das Spiel komplett. Und wenn du noch so lange mit sowas beschäftigt bist, dann musst du natürlich nochmal weiter nach hinten schieben, die Sachen, wo Leute sagen, jetzt kommen die großen, fetten, neuen Support-Sachen. Und das ist, was ich hoffe, was jetzt auch dann recht bald nach dem Spring-Update kommt. Irgendein Content-Drop, der die Leute wieder richtig hypt. Also ein fettes neues Volk zum Beispiel. Irgendeine Art von größerem neuen Add-on oder sowas. Ich glaube, dass also so viele Spieler, wie inzwischen abgewandert sind, braucht Age 4 als nächstes dann einen großen Knaller, um die wieder zurückzubringen. Und dann sehen sie, inzwischen gibt es ja auch haufenweise Mods und es gibt eine Rangliste, das Balancing ist besser. Das ist, denke ich, die Strategie, die sie jetzt fahren müssen. Und wie gesagt, ich bin immer noch, es steckt so viel Gutes in diesem Spiel. Sie müssen es aber ab jetzt konsequenter, besser und vor allem regelmäßiger supporten und mehr kommunizieren. Sie tun das bereits. Da hat sich viel gebessert seit Launch. Sie müssen diesen Kurs jetzt nur noch halten und verbessern. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Spieler, wenn nicht alle, aber zumindest einige, ich auf jeden Fall, wieder zurückkommen werden. Und das wird mich sehr freuen, denn Age of Empires 4 hätte das verdient. Zum Abschluss, wie immer, schreibt mir gerne, wie ihr das seht. Spielt ihr noch Age of Empires 4? Habt ihr es liegen gelassen? Wartet ihr auf das Spring Update? Wie ist aktuell euer Stand zum Spiel? Und wenn ihr das mir nicht einfach nur schreiben wollt, sondern live mit mir diskutieren wollt, dann schaut doch vielleicht mal auf Twitch bei Maurice Weber vorbei. Auf dem Kanal bin ich inzwischen 5-mal die Woche live. Wir spielen die verschiedensten Strategiespiele, aktuell sehr viel Total Warhammer 3, aber natürlich auch Age of Empires 4, Crusader Kings 3, all die Sachen, die das Strategenherz höher schlagen lassen, könnt ihr da mit mir gemeinsam erleben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.